Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Misiones, Argentinien. Wir haben Montagmorgen, 8:45 Uhr, und ich habe einen Grund, jetzt hier nochmal kurz ein Zwischenvideo zu machen. Und zwar habe ich das Video von gestern mit den Ameisenproblemen hier bei uns in verschiedenen Gruppen auf Facebook geteilt, unter anderem. Und da hat es dann natürlich auch Einwände gegeben wegen dem Tierschutz, sage ich jetzt mal. Oder es hat Einwände gegeben von irgendwelchen Naturschützern. Also da möchte ich kurz ein Statement dazu abgeben. Meine Frau und ich, wir sind selber sehr naturverbunden. Wir töten normalerweise keine Tiere, auch Insekten nicht. Also ich bringe sogar Spinnen und irgendwelche anderen Viecher, die ich zu Hause finde, bringe ich nach draußen wieder. Oder Frösche haben wir auch schon im Haus gehabt. Ich töte die Tiere nicht normalerweise. Aber da ist dann jetzt gestern so ein Vorschlag gekommen, ich soll doch hier auf dem riesengroßen Grundstück eine bestimmte Ecke für die Ameisen lassen, wo die dann so ihr Zuhause haben. Und ich könnte ja dann hier die Pflanzen, Obst und Gemüse, könnte ich ja dann in einer anderen Ecke anpflanzen. Freunde, glaubt ihr wirklich, dass die Ameisen, wenn ich denen sage, da hinten, da sind die 10x10 Meter für euch, glaubt ihr im Ernst, dass die da bleiben, die Ameisen, in ihrer Ecke und sich hier nicht weiter ausbreiten? Also ich habe mich da jetzt auch schlau gemacht vorhin. Das sind Blattschneideameisen, die wir hier haben. Und so eine Kolonie, die kann an einem Tag so viel wegputzen wie eine ausgewachsene Kuh. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir wollen uns hier Obst und Gemüse anpflanzen, auch Zitrusbäume. Ich habe jetzt da in mühevoller Arbeit, ein halbes Jahr lang habe ich jetzt Zitronenbäumchen, Mandarinen und Orangen herangezogen. Also jeden Tag gegossen, mich um die Pflänzchen gekümmert. Die sind jetzt noch nicht mal einen halben Meter hoch, die Bäumchen. Und ich würde die hier gerne einpflanzen. Aber solange hier die Ameisen auf dem Gelände sind, ist das nicht möglich, weil die Zitrusbäume stehen bei denen auch auf der Speisekarte. Also tut mir leid, Freunde, also Umweltschutz oder Tierschutz hin oder her. Aber irgendwo muss man da mal Prioritäten setzen. Also wir möchten hier gerne Obst und Gemüse anpflanzen und ich kann hier nichts anpflanzen, solange diese Ameisen hier sind. Und dazu sagen irgendwie, ihr Ameisen bleibt jetzt da in eurer Ecke und auf dem Rest vom Grundstück, da dürft ihr euch nicht verbreiten und das Zeug nicht wegfressen. Leute, hier waren Ameisenstraßen auf unserem Gelände, die waren 20 Meter lang oder mehr. Also die wandern mit dem ganzen Blattzeug, mit dem Grünzeug, wandern die 20, 30 Meter hier übers Grundstück oder mehr. Das ist für die überhaupt kein Problem. Die bleiben ganz sicher nicht in ihrer Ecke. Die gehen dahin, wo es was zum Holen gibt und putzen alles weg. Das ist brutal. Also da kannst du zusehen hier. An einem Tag ist der Baum noch mit Blättern und am nächsten Tag ist da kein einziges Blatt mehr dran. Und dann siehst du noch, wie die Ameisen auch noch die ganzen kleinen Zweige auch noch zerlegen. Also da bleibt nachher bloß noch der Stamm in der Mitte stehen. Das ist alles. Also wie gesagt, Naturschutz ist okay, ist auch für uns ein sehr großes Thema. Aber da muss man da mal der Realität ins Auge schauen und sagen, also mit irgendwelchen Bio- oder Naturprodukten kommst du jetzt nicht mehr weiter an der Stelle, weil das haben wir auch schon probiert oder haben uns auch schon informiert, was wir da machen können vorher. Und es ist ja nicht so, dass wir hier einfach blindlings mit dem Gift hier umeinander sprühen. Also wir haben uns da schon informiert, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir haben zum Beispiel auch hier vorher das ganze Grundstück bereinigt. Das ganze Unkraut hier rausgeholt, das haben wir alles mit der Hand ausgegraben, mit der Wurzel. Wir hätten hier genauso gut auch ein Gift spritzen können und dann wäre das am nächsten Tag alles Welt gewesen. Hätten wir auch machen können, aber wollten wir nicht. Wir möchten hier so wenig wie möglich Chemie einsetzen, weil, wie gesagt, wir wollen hier auch Obst und Gemüse anpflanzen. Das wollen wir dann ja auch mal irgendwann essen, das Zeug selber. Ja, und aber mit den Ameisen hier gibt's, ich sehe da keine andere Möglichkeit. Also jeder, der da irgendwas anderes behauptet, der ist realitätsfremd. Also tut mir leid, Freunde, also an dieser Stelle, Entschuldigung, das musste jetzt mal raus. Wir haben hier 50 mal 100 Meter und um uns drumherum hier ist ein riesen Territorium. Ich denke mal kurz mit der Kamera rum hier, das ist noch ein bisschen nebelig heute. Wie ihr seht, hier ist um unser Grundstück drumherum, da ist alles Wald und Wiese. Also die Ameisen, die haben hier Platz ohne Ende. Also dass da jetzt jemand sagt, ihr müsst auf eurem Grundstück da 10x10 Meter oder was für die Ameisen lassen. Also das ist, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Entschuldigung, Leute. So, es war jetzt mal so ein kurzes Zwischending, was ich unbedingt loswerden wollte. Also Entschuldigung, ich möchte da jetzt niemanden auf den Schlips treten, dass sich da jetzt irgendwie jemand verletzt fühlt oder persönlich angesprochen fühlt. Aber Freunde, denkt mal drüber nach.
bitte, wirklich, denkt mal drüber nach. In diesem Sinne hier, schönen Montag. Viele Grüße hier aus Misiones Argentinien und tschüss.